Moin, ich bin Patrick und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es darum, wie du es schaffen kannst, auch mit niedrigem Einkommen als Schüler, Student, Arbeitssuchender oder einfach, wenn man reduzierte Stunden macht. Oder ja, es gibt tausend Gründe, warum man jetzt im Moment mal weniger verdient als normalerweise oder warum man noch nicht viel verdient. Ich selber kenne das auch. Ich habe auch mal eine Zeit lang zu deutlich reduzierten Stunden gearbeitet. War natürlich auch mal Schüler und habe auch schon in der Zeit versucht, etwas Geld an die Seite zu legen. Ja, natürlich für größere Anschaffungen, aber auch für ja, beispielsweise zum Investieren. Dementsprechend habe ich ja, da jetzt schon viele Erfahrungen mit gemacht und möchte diese gerne mal kurz weitergeben. Wahrscheinlich wirst du den einen oder anderen Tipp hiervon schon kennen. Nichtsdestotrotz ist es aber auch nicht, ja, nicht verwerflich, wenn das nicht der Fall ist. Der erste Punkt ist, dass du ein Bewusstsein ja, schaffen solltest, welche Einnahmen du hast und welche Ausgaben du hast. Denn oftmals unterschätzt man viele Bereiche des Lebens, man überschätzt aber auch viele Bereiche. Beispielsweise, wenn du öfter einkaufen gehst, ich meine jetzt nur mal Lebensmittel, dann denkst du vielleicht gar nicht darüber nach. Beispielsweise bei mir ist das so, ich mache einen Wocheneinkauf und weiß, welches Budget ich dafür, oder nicht welches Budget ich habe, sondern was ich da regelmäßig ausgebe. Wenn ich dann aber zwischendurch mal einkaufen gehe, nur ein, zwei Kleinigkeiten noch kaufe oder für ein Gericht noch einkaufe, dann sind das so Sachen, die ich erstmal gar nicht im Hinterkopf habe, wenn ich das Budget im Kopf habe, weil ich ja den Wocheneinkauf mache. Aber diese Einkäufe sind natürlich trotzdem da. Und auch solche Sachen sollte man dann beachten. Wie funktioniert das ganz einfach? Da gibt es natürlich ein paar Möglichkeiten. Du könntest ganz konventionell ein Buch nehmen und das aufschreiben. Du kannst aber auch deine Abrechnung der letzten Wochen und Monate mal anschauen und ja, die mal zusammen in einer Tabelle zusammentragen. Oder was natürlich auch geht, da gibt es diese Apps für. Das heißt, wenn du eine Ausgabe hast, gibst du es einfach zu und kannst dir direkt eine Notiz beifügen, was das genau war und dann in einer Kategorie zusammenfassen. Hier geht es erstmal nicht ums Werten und Bewerten, wofür du Geld ausgibst und dazu Rückschlüsse zu ziehen. Dieser Punkt kommt später noch. Es geht erst einfach darum, wirklich valide Daten zu haben, wofür du das Geld ausgibst. Weil, wie gesagt, man unter- und überschätzt viele Ausgaben. Das Zweite, auf das du achten solltest, ist es, Rücklagen zu schaffen. Damit meine ich jetzt keine Sparziele für zum Beispiel einen Urlaub oder ein neues Auto. Auch das ist natürlich nicht schlecht, aber ich würde wirklich mit den Rücklagen anfangen. Da sind so 3 bis 4 Netto-Monatsgelder eigentlich ja, ganz sinnvoll. Für welche Fälle ist das denn? Wie gesagt, es ist nicht dafür, sich Träume und Wünsche zu erfüllen. Nein. Das ist zum Beispiel dafür, wenn man eine Zeit lang kein Gehalt bekommt oder weniger Gehalt bekommt. Es kann natürlich an einer Krankheit liegen, dass man nur Krankentagegeld bekommt oder dass man einfach weniger Stunden arbeiten muss. Das kann sein, wenn eine ungewollte Schwangerschaft plötzlich kommt und man weniger Stunden macht. Das kann aber auch sowas sein, wie zum Beispiel die Waschmaschine geht kaputt. Oder das Auto geht kaputt, mit dem man zur Arbeit fährt, welches man wirklich unbedingt braucht. Oder das Smartphone geht kaputt. Das Türschloss war bei uns letztens der Fall. Und dann sind das einfach 200 Euro, die einfach weg sind. Und wenn man damit nicht geplant hat, kann das das monatliche Budget doch schon ziemlich kaputt machen. Wie du das am besten schaffen kannst, es ist eine automatische Sparrate zu erstellen. Das bedeutet, jeden Monat wird ein bestimmter Betrag von deinem Konto abgebucht auf dieses Extrakonto. Für das Sparen, für dein Notgroschen. Warum automatisch? Warum nicht einfach das, was übrig ist? Denn ich denke, jeder kennt es. Man nimmt sich vor, am Ende des Monats spare ich ein bisschen was, ja, und dann ist am Ende des Monats doch kein Geld mehr da. Man geht vielleicht sogar in den Dispo und dann bleibt kein Geld mehr zum Sparen übrig. Wenn du aber von vornherein etwas weniger Geld zur Verfügung hast, dann ist es auf jeden Fall viel einfacher, damit umzugehen und du planst von Anfang an damit weniger Geld in diesem Monat zur Verfügung zu haben. Um diese 4 Monatsgelder zusammenzukriegen, würde ich empfehlen, 10 bis 20% am Anfang zu sparen. Wenn du zum Beispiel 10% sparen würdest, wird das 4 Jahre dauern. Das ist natürlich viel und auch währenddessen wird wahrscheinlich irgendwas passieren, dass du an diesen Notgroschen mal ran musst. Wenn du aber zum Beispiel 20% nimmst, dauert es nur 2 Jahre. Nach dieser Zeit, wenn du die 4 Monatsgelder voll hast, brauchst du natürlich eigentlich gar nichts mehr reinzahlen. Ich empfehle aber doch so einen kleinen Teil schon. Ich persönlich mache das immer so 3 bis 5% und dann steigt das jeden Monat um, wie gesagt, diese 3 bis 5% und das können nur mal ein paar Euro sein. Aber wenn da mal was kaputt geht, dann merkt man das direkt, man fällt selten unter diese 4-Monats-Marke.
Oder auch selten noch die 3-Monats-Marke ist immer irgendwie so dazwischen. Und das ist dann schon ganz cool, wenn das jeden Monat ein bisschen mehr wird und man weiß, man hat immer ein bisschen Geld in der Hinterhand, wenn dann doch mal irgendwas passiert. Und jetzt geht es einfach darum, diese 10 bis 20% auf jeden Fall zu ermöglichen, zu sparen. Und zwar mit Ausgaben reduzieren. Da sind dann zum Beispiel solche Beispiele wie, braucht man wirklich Amazon Prime und Netflix und Sky? Braucht man das wirklich alles gleichzeitig? Das sind dann schon mal so 10, 20, 30 Euro, die man jeden Monat sparen kann. Kann man das vielleicht noch mit anderen Leuten kombinieren, dass der Account von verschiedenen Leuten genutzt wird? Oder braucht man unbedingt die Kapselkaffeemaschine und würde ich eventuell Filterkaffee oder Bohnen einfach ausreichen? Suche in dem Hinblick einfach mal nach Minimalismus und Essentialismus. Ich werde in Zukunft dazu auch noch ein paar Videos machen. Bisher sind auf dem Kanal aber noch nicht viele da. Dementsprechend guck einfach mal bei YouTube danach, wenn du gerade da Lust zu hast. Oder da gibt es auch viele Blogs für. Das sind ja, Themen, die dich in diesem Konsumverhalten vielleicht noch so ein bisschen verändern können, die dir nochmal neue Denkanstöße geben. Wenn du deine Ausgaben, vor allen Dingen die regelmäßigen, dann schon mal etwas reduziert hast, kannst du vielleicht versuchen, dein Einkommen zu erhöhen. Ich weiß, das ist natürlich nicht für jeden möglich, aber es gibt ein paar verschiedene Möglichkeiten. Als erstes natürlich ein paar Stunden mehr zu arbeiten. Beispielsweise ist es ja bei vielen Firmen möglich, mal eine Stunde länger zu machen oder mal einen Samstag zu kommen. Oder auch einfach Zusatzschichten, wenn irgendwelche Urlaubs- oder einfach Zusatzschichten, wenn irgendwelche Feiertage sind. Dazu gibt es natürlich noch die Möglichkeit für einen Jobwechsel. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe den Job gewechselt, quasi in derselben Branche, quasi dasselbe gemacht wie vorher und 25% mehr verdient, weil das Unternehmen einfach deutlich mehr zahlt. Dazu gibt es dann natürlich noch die Möglichkeit des Jobwechsels. Genau dasselbe habe ich auch gemacht. Ich bin in derselben Branche geblieben und mache auch eine ähnliche Arbeit wie vorher und verdiene einfach 25% mehr. Du könntest auch bei deiner aktuellen Arbeit nach einer Lohnerhöhung fragen oder einen Nebenjob starten oder vielleicht irgendeine Selbstständigkeit starten. Oder ein ganz einfacher Punkt, den wirklich jeder umsetzen kann, für den es eigentlich fast keinen Aufwand braucht, zu Hause ungebrauchte Gegenstände erstmal zu verkaufen. Auch das kann den kleinen Teil bringen. Wichtig ist dabei natürlich auch noch, dieses zusätzliche Einkommen möglichst nicht zu verkonsumieren, sondern das dann wirklich zu sparen. Am besten, um einfach dieses Sicherheitspolster erstmal aufzubauen und dann vielleicht an andere, ja, Bausteine ranzugehen. Dann nochmal eine Regel, die ich auch schon vorher zum Sicherheitspolster hätte packen können. Denn es geht einfach ganz einfach darum, die Konsumschulden, die du eventuell schon hast, abzubezahlen. Wenn du noch keine hast, richtig gut. Denn die kosten einfach nur unnötig Geld. Du musst die Sachen ja sowieso bezahlen. Wenn ich mir jetzt einen Fernseher finanziere, dann bezahlen muss ich ihn sowieso. Und ich bezahle nur noch die Zinsen dazu. Der Vorteil ist natürlich, wenn man Sicherheitspolster hat, die Waschmaschine geht kaputt, dann musst du keine unnötigen Zinsen in Kauf nehmen, sondern kaufst es einfach vom Sicherheitspolster. Gleichzeitig ist es aber auch nicht schlecht, wirklich für solche großen Anschaffungen zu sparen und auch da noch mal ein bisschen Geld an der Seite zu haben. Beispielsweise, du möchtest unbedingt einen neuen Fernseher haben. So, jetzt hast du natürlich drei Möglichkeiten. Erstmal, du finanzierst es. Dann zahlst du den Fernseher natürlich über einen längeren Zeitraum, hast monatlich weniger Geld auf dem Konto und zahlst dann noch Zinsen drauf. Das heißt, du hast am Ende auch mehr bezahlt. Möglichkeit Nummer zwei, du wartest noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis du dir leisten kannst und das Geld gespart hast. Und der nächste Punkt, den ich am sinnvollsten finde, ja, am besten da schon auf dem Konto haben und ein extra Sparkonto für solche Wünsche zu haben. Und dann kannst du den Fernseher direkt kaufen, wenn der Wunsch besteht. Natürlich musst du die Monate vorher schon ein bisschen Geld gespart haben, aber da brauchst du nun wirklich keinen großen Teil. Dann gibt es noch einen umfassenden Punkt, den ich nur einmal kurz anschneiden möchte. Und das ist es einfach, Förderungen zu nutzen. Da gibt es natürlich einerseits sowas wie BAföG für Schüler und Studenten, aber auch Arbeitssuchende und Arbeitslose, die haben da die Möglichkeiten, vom Staat noch ein bisschen Geld zu bekommen. Natürlich muss man BAföG zurückzahlen, aber auch nicht alles. Das heißt, es sind quasi wie, ja, ein bisschen geschenktes Geld, auch wenn man einen Teil davon zurückzahlen muss. Und bei den Förderungen, größtenteils muss man dann gar nichts dazu zahlen oder wieder zahlen, sondern ja, kriegt einfach Unterstützung vom Staat. Und auch da solltest du dich vielleicht in einer Situation ja, nochmal informieren, ob das für dich auch möglich ist. Der letzte Punkt und für mich der wichtigste, den du aber anscheinend schon umsetzt, du hast es schon verstanden, dich finanziell weiterzubilden. Und es gibt da einfach kein Ende. Es fängt vielleicht an damit, wie kann ich meine Schulden abbezahlen? Dann geht es damit weiter, den Notgroschen aufzubauen. Dann irgendwann sparst du für größere Ziele. Irgendwann investierst du Geld. Und da ist es einfach wichtig, niemals aufzuhören.
Denn es gibt einfach viele Punkte, die sich ändern. Viele Gesetze ändern sich. Aber auch ja, viele neue Ideen kommen auf den Markt. Und auch viele Sachen sind in deiner Situation gerade momentan noch nicht sinnvoll oder die brauchst du nicht. Aber vielleicht werden die irgendwann für dich sinnvoll. Deswegen versuch dich einfach wirklich dauerhaft weiterzubilden. Das muss natürlich nicht sein, dass du dich immer mit dem Thema beschäftigst. Aber vielleicht jede Woche so ein 10-minütiges Video hier zu gucken. Dann hast du einfach am Ende des Jahres knapp 10 Stunden lang finanziellen Content geguckt, ohne dass du es eigentlich gemerkt hast. Weil wie gesagt, 10 Minuten in der Woche ist gar nichts. Dann hoffe ich mal, dass dir das Video gefallen hat. Falls ja, lass einen Daumen nach oben da. Vergiss nicht zu abonnieren für weitere Tipps in der Zukunft. Bis dann. Ciao.